Hallo! Moin! Wie auf Moin oder so. Okay. Moin. Moin. Das war aber ziemlich lang, das Moin. Ja, habe ich mir auch gedacht, das ist sehr lang bezogen. Ja, Moin, jetzt die okay. Moin erstmal. Moin. Ja. Nee, mal. Das kann man hier oben auch sagen, ne? Jetzt habe ich mit Jason seinen Freund immer gehört, der hieß Mathis. 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 Oh, der Freund von meiner Tochter heißt auch Mathis. Ich probiere das mal auf. Mathis. Das lass lieber. Ja, okay. Ich glaube, ich darf das. Der darf auch immer mit meinem Auto fahren, von daher. Oh ja, okay. Den hast du ein gut. Viertes also Kind. Also die finde ich top. Oder? Ja, genau, wir fangen mal an, ne? Ja. Mit den Rob-Ons. Die sind schön. Ich finde die Farben schön. Und der ist super. Ich mag den hier. Ja, der ist auch schön. Für die und Jahre den finde ich auch. Der ist auch sehr hübsch. Aber ich kann mir den auch gut vorstellen, ja, wenn du da irgendwie was reinstempelst oder so. Na, ich würde einen Banner rüber machen. Oder so. Auf alle Fälle sind die total wie schön. Wie heißen die auch denn? Was mit Eukalyptus oder so? Ich muss gucken. Blaue Hortensie. Ach, Hortensie. Ja, das, ne? Da. Oder? Ja, hast recht. Mhm. Ich hatte jetzt da Eukalyptus. Finde ich schön. Sehr ich gut. Auch. Wie kriegt man nochmal blaue Hortensie? Bei Hortensie ist es doch ganz wichtig, wie der Boden ist, du ne? Ja, hast du recht. Irgendwie. Die Beschaffenheit, die Säure irgendwie. Ja, genau. Basisch, sauer ja. Oder so. Irgendwie so, genau. Und danach kommt dann die Farbe der Hortensie. Es gibt ja weiß, es gibt ja rosa und blau. Und die, wie der Boden ist, so wird dann deine Hortensie. Schön. Ja, gut, ich hat mir meine Mutter irgendwann mal erklärt. Ich bin da raus. Okay. Nächste. Ich muss gucken, dass ich die alle drauf habe. Oder du guckst am besten. Ja, jetzt bin ich dann schuld. Das ist die Blütenpracht. Ja, das sieht man auch. Ja, aber ich finde die toll. Süß, oder? Der ist doch hübsch. Aber die passen auch wieder zu den Hortensien. Ja. Hier, ne? Ja, guck mal, da ist er auch so mit dem Blaustich. Ja, stimmt. Aber sind auch ähnlich aufgebaut, ne? Wenn du hier den Farb da. Ja. Aber ich finde ja den und den total schön. Ich finde den toll. Warte, ich muss es. Lisa, welchen findest du denn toll? Doch, tatsächlich die beiden auch, weil die so zart sind. Mhm. Und da mag ich die Farben für eine Hochzeit oder so. Mhm. Ist das doch total schön. Habe ich eben an die Pfirsichblüten gedacht. Mhm. Weißt du, an die Rub-Ons. Ist das nicht auch so, war das nicht auch so Orangeton oder bin ich ja, wirklich ich komplett glaub, verkehrt? Nee, ich glaube auch. Glaub ja. auch. Hochzeiten und Konfirmation, habe ich gedacht. Ja. Für ein Mädchen und genau die für einen Jungen, die blauen. Kann gut. man gut machen. Mhm. Das waren die Rub-Ons. Was machen wir jetzt? Du das aussuchen. Dann machen wir mit den Stanzen weiter. Und zwar haben wir hier Grunge-Blume. Hast du heute eigentlich nichts dabei? Nein. Ich war doch letzte Woche bei Julia auf den Workshops Freitag und Samstag und mein Papa da am Sonntag hat er seinen Geburtstag nachgefeiert und dann musste ich schon wieder arbeiten. Ina. Ich finde, dein Papa kann das auch mal verschieben das nächste Mal. Was hat Jessica Schönes gebastelt bei Julia auf dem Workshop? Habe ich schon erzählt. Wir hatten einen Workshop bei Jule, Konfirmation und da ich ja noch einmal Konfirmation habe mit meinem Jüngsten, wollte ich was basteln und dann hat Jessica und Marion mir meine ganzen Tischgoodies gebastelt. Aber wie rechtzeitig bist du bitte schön jetzt damit fertig? Das, ist das hat mir so, ich war so glücklich. Ja, das habe ich gemerkt. Jetzt also hast du deinen Karton. Ich habe die erste Karte gebastelt und sie saß neben mir, guckt so und sie so, oh, die davon brauche ich 8. Ich da so, okay. Erst habe ich gesagt, dass ich die sehr schön finde. In welche Richtung geht das denn jetzt bitte? Im Moment habe ich es echt bereut, mich neben sie gesetzt. Also habe ich jetzt auch alle Glückwunschkarten für die anderen Konfirmanden? Hatte ich das ja. Mein Gott, ich Ina, wie weit im Haus? 2 Monate? Ja! Das ist gar nicht meine Art, ne? Nee, 24 Stunden vorher. Samstag zwischen den Workshops steht sie vor mir und sagt so, ja, also ich bräuchte noch 25 Goodies. Weißt du, so dieses Grinsen, Zwinker. Okay. Und dann haben die mir 25 Tischgoodies gemacht. Weißt du, dafür sind Kollegen da? Ja. Und sehe ich das Kollegen? Freunde, okay. Ich habe mich jedenfalls, ihr habt mir das ganze Wochenende, ich bin so glücklich. Ich habe alles fertig, nee, bis auf die Einladungskarte. Das Witzigste war einfach halt, ich war ja so lange weg den Freitag und dann komme ich nach Hause und Alex so, ja, was hast du Schönes gemacht? Und ich zeig ihm so eine Karte. Ich war richtig produktiv. Er hat mich so ausgelacht.
Weihnachten habe ich ihm das erzählt, dass ich dir meine ganze Kacke geschenkt habe. Und ich habe mich gefreut. Also, so, aber Blume. Das ist Grunge-Blume. Ja, nee, aber deswegen habe ich nichts gebastelt. Okay, verziehen. Ich verzeih dir. Okay, aber was würdet ihr damit machen? Die Blüte mehrfach und übereinander, kann man das machen? Ja, wieder oder? Mit diesem Transparentpapier, oder? Ja. Oder? Also ich finde die Blütengröße total cool. Also ich, das sieht für mich so aus, als wenn du die einklappen wirklich halt kannst, ne, und daran setzen kannst. Mhm. Ah! Wie meinst du? Hä? Naja, so 3D-mäßig halt. Mhm. Ich weiß... Bist du auch dabei? Also siehst du es auch, ich ne? Ich sehe es, ja. Ich hab's vor meinem Auge. Schade, dass wir da nicht reingucken. Okay. Sie meint ausstanzen und dann so dran machen und hier hinterkleben. Ja, das ja. ist so. Oder dass du sie doppelt irgendwie und dann ja. ein bisschen versuchst. Ich sehe dich schwer. Glaube ich auch. Die finde ich jedenfalls von der Größe total schön. Ja, ich glaube, die kannst du auch super auf eine Karte einbauen. Ich glaube, das Spruch runter und schon ist deine Karte dann fertig. Ja. Ich habe die nächste schon in der Hand. Ja, ich merke das. Blumenkranzstanze. Kreisstanze. Blumenkranzstanze. Die finde ich toll. Die ist auch richtig schön. Ich versuche mal mein Glück. Oh Mann, immer in die falsche Richtung. Ja, vor allem kannst du doch mit kleineren Spruchstempel dann schön was reinstempeln noch, ne? Ja. Auch ja. mit den Goodies. Ja. Weißt du? Ja. Nur Glückwunsch oder nur so einen kleinen Spruch da rein. Du kannst es auch nochmal ausstanzen, schneidest bei dem zweiten die kompletten Blumen ab. Und setzt den halt da drauf mit Puffern und dann hast du so einen 3D-Effekt. Ja. Ah, cool. Oder in verschiedenen Farben und setzt sie dann so. Ja. Tolle Idee. Das ist eine tolle Stanze. Ja, definitiv. Also und auch sehr vielseitig. Kannst du als Anhänger machen, ne? Ja. Oder auf eine Karte. Oder auf eine Verpackung. Eine große als Aufleger. Das ist echt eine tolle Stanze. Aber du bist schon wieder bei dem Nächsten. Du bist heute sehr unkonzentriert. Ja, ich bin auch irgendwie Häuserfronten. Jetzt muss ich wieder ein bisschen größer machen. So. Ich finde die gut, weil die... Ich mag die Umrandung, ja. Ja. Aber wofür sind die denn, Frau Eckhoff? Als Aufleger auf einer Karte. Und oder für die Häuschen. Welche? Die drei Stück von Fleppe. Da kann ich die unterlegen und dann das als Unterleger benutzen. Als Aufleger. Wir haben doch die drei Häuser, die reingekommen sind. Weißt du das noch? Vor Weihnachten waren das drei Häuser. Das ist 6 Wochen her. Da hat bei uns die Frau Höf, die Anja, hat im Adventskalender da die Tasche reingetan in das Haus. Stimmt, erinnerst du dich noch? Ja. Und das müssten die Aufleger dafür sein. Für die drei Häuser. Okay. Aber haben wir auch... dass man da Fenster reinmachen kann. Ja, du hast ja Mittwoch Spezial, hatten wir doch die Fenster. Da könntest du auch die drei Fenster oder ein Fenster halt reinmachen. Cool. Ich habe in der Klinik aus Ton so Häuser gemacht, weißt du, weil ich das so schön, so ganz flach. Sie grinst mich, ich freue mich gerade, das ist ja so eine Sonne gerade, die einfach so strahlt neben dir. Ja. Da hätte ich die gut als Schablone nehmen können. Nein, aber die sind cool. Also braucht man auf jeden Fall, wenn man die Häuser hat. Ich überlege gerade, ob ich die Häuser habe. Also ich weiß, ich glaube, die eine ging noch nicht durch die A5. Wisst ihr noch? Da haben mehrere Kunden die auch zurückgeschickt, weil sie das nicht wussten, dass sie durch die A5 ging. Also nur, weil sie zu breit, auch. Tatsächlich zu breit. Genau, diese hier. Das hier war es, glaube ich. Und die konntest du auch nicht so dann dadurch... Mm-mm. Ach, das okay. ist, glaube ich, die, wo ich auch Goodies mitgemacht habe, ne? Ja, dein genau, Haus. Genau, vor Oldenburg hast du das. Stimmt, die meinst du. Ja, genau. Die mit dem Schornstein. Die Häuser. Die, und dann, wie meinst du Aufleger da drauf? Naja, die Fronten kannst du doch damit verzieren. Machst ein schwarzes Haus und dann machst du da, weiß nicht, Herzpapier und machst es halt vorne drauf. Oder du kannst es auch als Fenster benutzen. Ist das nicht viel kleiner, bin ich denn da? Das ist kleiner, ja. Viel kleiner. Nee, das war nee. Nicht. Nee, naja, doch, aber ich glaube, die gehören dazu. Okay. Steht das da hinten nicht drauf? Häuserfronten, also müssen ja irgendwo auf die Häuser kommen. Ja. Also sein. Ja, du hast recht. Ja.
denke ich auch, dass du recht hast. Ich muss, ich muss erst mal gucken, ob ich die Häuser habe. Ich glaube, ich habe die und Häuser gesehen. Was sollen wir dazu sagen? Ja, doch. Ich fand das bei meiner Antje schon ganz gut. Ihr seid scheiße. Echt alles. Ich will ja nicht. Nee, das ist die Sonne. Die mich scheiße. Die mich hier im Musiker zeigt. Oh, Leute. Ja, wo Sonne ist, ist auch Schatten, ne? Oder wo Licht ist, ist auch Schatten. Okay, so. Nur mit dir. Oh, dein Bundle. Das kenne ich gar nicht, ich habe das noch gar nicht gesehen. Was? Du hast was. Haare. Das ist 14. ne? Hier, wie nennt sich das? Fallendienstag. Das ist so ein Tag, den. Was ist, hä? Kennst du nicht Fallendienstag? Aber es ist ja schon fast. Ja, nächste Woche. Irgendwann. Ja, am Donnerstag. Donnerstag? Ja, der 14. Na gut, hier, lies mal bitte vor, bitte. Was? Kannst du es überhaupt da? Guck mal, es ist ziemlich klein. Ja. Und dann Englisch. Nee, das machen wir nicht. Doch, wieder kommt. Nein. Und plötzlich warst du mein Zuhause. Oh. Love you. Nur mit dir. So, und den Rest. Das kannst du doch auch noch. Nein. Okay, aber da steht Liebe drin. Ja. Hast du es erkannt? Aber die Luftballons finde ich toll. Nein, ich finde den Pfeil geil. Ohne Scheiß. Die Luftballons kannst du auch Guck mal, die Standsamen würde auch machen. Da. Wo ist die Pfeil? Da. Mega. Kannst du abschießen. Ne? Und jetzt wieder da dran. Hä, nein. Also, alle abschießen. Ich habe gerade voll Scheiße da. Das ist ja nicht zum Abschießen, das ist der Pfeil der Liebe. Danke, Ina. Ja. Danke. Und wenn sie die verschießt, dann ist das ja was. Dann ist das nicht tot, sondern Liebe. Bestimmt. Ja. Jetzt hör auf, sag nichts mehr. Mensch, mehr kann ich dich auch nicht raushalten. ein riesengroßes Dankeschön. Die sind toll. Die drehe ich jetzt auch mal so rum. Warum? Damit du mal lesen kannst. Hä? Ja. Danke. Wir möchten einfach mal Danke sagen. Das finde ich gut. Das ist mal auch nicht nur ich, sondern wir. Finde ich auch immer schön. Mhm. Irgendwo habe ich auch einen gesehen. Ja, danke für deine Hilfe. Den finde ich auch gut. Den finde ich auch gut. Und vielen Dank für deine Bestellung. Finde ich auch sehr gut. Ja. Also den bräuchte ich öfter. Ich wünsche dir, dass du jeden Tag Dankbarkeit verspürst, in jedem Menschen eine Verbindung findest und jeden Morgen mit leichtem Herzen den Tag beginnst. Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Mit leichtem Herzen. Ich finde auch die Stempel schön, ne? Wenn du nachher zur Konfirmation passt ja auch wieder, ne? Danksagung. Ich mag das ja, aber es ist ja sowieso Dank oder diese Schrift da oben links, finde ich dafür auch gut, ne? Ein riesengroßes Dankeschön. Toll. Ich mag auch das hier. Das sieht bestimmt auch richtig gut aus, wenn es gestempelt ist. Ah, das schockt sich auch im Kasten. Das finde ich auch gut. Dieses im Kasten drin so. Ich finde das auch gut. Und für so Schneidemuffels wie mich wieder mit Stanzen. Aber ich finde das wäre so schön, wenn du Sprüche hast, dass du dann die Sprüche, also die Stanzen dazu halt hast. Ja, finde ich auch. Weil es sieht immer besser aus, wenn du stanzen, also ausgestanzt ist, als wenn du es selber schneidest. Das siehst du. Ja. Also ich sehe das meistens. Ich habe, manchmal denke ich so, brauchst du die Stanzen oder nicht? Aber ich nehme dann doch meistens das Bundle, weil, so wie du sagst, ich finde das auch schön, wenn man die mal höher setzt, die Sprüche. Ja, oder so. Also ich finde, du siehst es an der Umrandung. Ja. Wenn du schneidest, siehst du das, sieht das anders aus, als wenn du das ausstanzt. Ja, guck mal schon die Schriftzüge alleine. Hier, ne? Ja, nee, also willst du das so? Also doch, du man kann, ja, man, also man kann es, aber trotzdem ist die Kante vom Papier sieht anders aus. Ja, und der Abstand. Und das ist halt so, das mag ich einfach halt nicht so gerne. Mhm. Ich finde die toll. Ja. Ich glaube, das ist eins, was ich gern, und ich finde, Dankestempel kann man nie genug haben, oder? Definitiv nicht. Dann haben wir jetzt noch ein Bundle Tante und Onkel. Das ist schön. Finde ich auch echt gut. Kurze Frage an dich. Willst du den Job bester Patenonkel des Jahres? Jakob hat zwei Onkel und
Thomas war immer sein Lieblingsonkel, weil er auf dem Markt im Heidepark ihm so einen großen Ball für ihn gewonnen hat. Und dann war sein Lieblingsonkel. Und das hat jetzt getauscht, weil sein anderer Onkel bessere Hamburger war. Und ich habe diese wieder gut. Das finde ich eh ja immer so gut, ne? Dieses. Ja, Papa. Ja, wie Papa, nur cooler, ne? Ja, das finde ich immer nur cooler. Ja, leider, ne? Die Tante ist immer cooler. Ab einem gewissen Alter ist die Mama sowieso total blöd. Aber ich habe gehört, das soll wieder besser werden, Ina. Mm. Mit dem Alter. Ja, mal gucken. Irgendwann kommen die wieder zurück. Jason war gestern richtig fertig, also richtig fertig. Und dann hast du gesehen, er war richtig übermüdet und einfach nur durch. Und dann wollte ich ihn so, oh Schatz, und guck mal her, alles gut. Und das ist doch alles gar nicht so schlimm und so. Und dann lagen wir da, weiß nicht, so 2 Minuten. Und ich so, nag ich dir auf den Sack und er so, ja. Aber er lässt das alles über sich hier gehen. Ja. Nein. Aber Jason, musst du mir doch sagen, ist doch alles gut. Es gibt mir ein Zeichen. Outside. Aber er ist ja ehrlich, ne? Auch wenn ich Jakob zur Schule bringe, ist auch immer so geil, dann sage ich immer, tschüss, hab dich ganz so lieb. Und dann guckt er sich immer um. Ja. Nee, bei Lia ist alles super, aber Jason ist auch so. Ja, ich glaube, bei Jungs ist es ein bisschen heftiger. Aber ich hatte hier ein, ich muss nicht Nein sagen, ich bin die coole Patentante. Den finde ich auch gut. Ist ja so, ne? Das stimmt. Ist fast wie die Oma. Steht hier, als wäre ich schlechter Umgang. Ja. Man nennt mich Tante, weil Komplizen. Was heißt das? Weil Komplizen. Sich? Sich anhört, als wäre ich schlechter Umgang. Ach so. Ja. Okay. Das müsste doch eigentlich auf ein T-Shirt drauf. Ja. Auf diese. Eigentlich müssten wir das auf die Trikotstanze da raufstempeln. Weißt du, ich finde, das ist so ein typischer T-Shirt-Spruch. Ja, das stimmt. Ja. Lieblingstante. Bin ich so ein Babybody, so ein. Ja. Na? Ja. Und kann man das nicht bestempeln? So ein Body? Weiß ich nicht. Ob du das bestimmt, aber ich weiß nicht, ob das hält. Aber das haben wir auch schon mal mit. Diese Stoffsilberten gemacht. Ja, müsste mit Stays On, beziehungsweise mit Versa Fein Clear. Aber ich weiß nicht, ob du es waschen kannst. Also wenn du das öfter waschst, ob das dann wirklich schmiert, ne? Ja, genau, ob das schmiert oder sich verfärbt oder die Farbe woanders hat. Aber müsste man doch irgendwie fixieren können. Das weiß ich nicht. Oh, da mache ich mich mal schlau, weil das wäre ja wirklich fürs T-Shirt echt cool. Definitiv. Aber ich mag auch den. Ich finde den hier schön. Aber es ist auch so typisch meins. Ich habe nämlich überlegt zu Hause, dass du das aufrubbeln musst. Ja. Weißt du, dass du da so einen Aufkleber drüber machst und dass du das dann aufrubbelst? Mhm. So ein? Ja. Es gibt Aufkleber. Als rubbellos sozusagen. Wenn genau. Du dann sagst, du kriegst irgendwie was geschenkt und dann, keine Ahnung, musst du es aufrubbeln und darunter stehen. Genau, du stempelst das und dann gibt es Aufkleber, also Rubbelaufkleber, die kann man kaufen und die klebst du dann da drüber. Ach, du machst das dann selber? Ja. Und dann musst du das dann quasi aufrubbeln. Als Überraschung. Genau. Das ist ja eine tolle Idee. Das finde ich ja richtig gut, wenn du wirklich jemanden fragst. Ich meine, viele werden ja nicht, einige werden ja nicht gefragt, weil sie als Baby ja schon getauft werden, aber so wie meine Nichte zum Beispiel kurz vor der Konfirmation, dann finde ich das total cool, wenn du dir jemanden aussuchst, der dein Pate sein möchte und der das dann so. Also ich habe schon mehrere Karten so gemacht mit dem Aufrubbeln, gerade zur Pate. Wie heißt das zum Aufrubbeln? Ich weiß nicht, ich habe die mal bei Amazon irgendwo gekauft. Dann habe ich einfach nur Rubbel auf, glaube ich. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Rubbelkleber. Ich muss gucken, so gräulich sehen die aus. Nee, die gibt es in verschiedenen Farben. So, ich habe sie in Gold, in Silber und in. Was habe ich noch zu Hause? Ich habe die lange nicht mehr benutzt. Oh, das finde ich eine richtig coole Idee. Aber das kann man auf jeden Fall machen. Mhm. Gerade wenn du jemanden fragen möchtest. Ja, finde ich toll. Tolles Stempelset. Ja, definitiv. So, und jetzt kommen wir zu. Siegelliebe. Und welcher ist dabei? Also erstmal natürlich, fangen wir mal so an, ne? Spannung. Jetzt natürlich runter. Genau. Dieser schöne große Quadrat, der ist riesig, ne? Der ist echt groß, ja. Und dann hat der so Blumen. Ich finde den total schön. Den habe ich nicht. Ich habe den auch nicht, tatsächlich.
Hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, aber ich mag die Größe und ich finde den ganz toll. Ich habe mich für die anderen beiden entschieden. Die jetzt kommen? Ja, die du rein gleich zeigst. Vielleicht. Ja, ich kann ja auch nicht alles haben. Ne? Dafür ist der hier, der sieht ja dann total süß und klein aus. Aber der ne? ist geil. Den finde ich auch richtig schön. Hinten auf einen kleinen Briefumschlag, weil sie so... Ich glaube, den habe ich nicht. Echt nicht? Echt haben wir. Mm-mm. Ich und Svea. Nee, ich habe den gar nicht. Hast du auch nicht? Aber wir waren anderen mit. Ja, genau. Ich hab den anderen mitgenommen. Doch, war ein Brief, ne? Ja, genau. Mhm. Den fand ich nämlich auch süß. Stimmt, den habe ich nämlich auch genommen, den kleinen den Brief. Ich auch nee, den Brief nicht. Habe ich den auch genommen? Doch, ich glaube, ich habe den auch genommen. Ja, ich glaube, aber den habe ich auch genommen. Ich finde die Kleinen total niedlich. Die sind richtig süß. Aber jetzt mal. Geburtstag, hast ein paar Geschenke und setzt den einfach irgendwie ein bisschen hoch auf diese ganzen Geschenke halt drauf. Ja, so düt, ne? Ja. Ich finde den auch total süß. So, und jetzt kommt mein Lieblingsstempel. Komm, wir machen das ein bisschen, wir machen Platz für deinen Lieblingsstempel. Ja, pass auf, geht das so? Ja. Ja. Warte. Stempel, warum Stempel? Das ist ein Siegel. Siegel, meine ich doch. Ach, ist doch egal. Ey, das wissen doch alle. Ja, natürlich. Da ist er. Dieser wunderschöne Engel. Und der ist so süß. Der ist auch schön. Ich finde den so niedlich, wenn der gesiegelt. Wenn der gesiegelt ist, sieht der total schön aus. Ich habe den auch mit Brand auf den Schüssen. Sieht auch total niedlich aus. Also das ist wirklich ein richtig schönes Siegel. Ich mag auch, wenn die so ausgeschnitten sind. Frau Kaspar hat mir davon Holzteile geschickt. Die sind auch total schön. Habe ich gesehen. Ja, der Engel ist einfach halt richtig toll. Ja. Oh, hat sie. Die finde ich richtig schick. Ja. Ja, durch ihren Holzlaser hat sie die bei Anja. Also Anja heißt ja sie richtig, Emma Pünktchen. Mhm. Und da hat sie sich die dann gekauft. Ja, und dann hat sie mir welche geschickt. Ja, ich finde die toll. Ja, aber das sind unsere Produkte für heute. Ist eine schöne gemischte Auswahl. Ja, finde ich auch. Definitiv. Ich glaube, für jeden was dabei. Für auch mehrere so. Ja. Also, wir wünschen euch ein ganz tolles Wochenende und freuen uns auf nächste Woche.